Hallo und herzlich willkommen bei Cheesy zu Batch. Und wir kommen zu einem neuen FIFA 18 Video. Habt das gestrige Video, habt ihr mega gefeiert. Viele haben geschrieben, macht doch mal euer Traumteam, zeigt ihm. Natürlich, ihr werdet sehen, sind noch Verbesserungen möglich. Aber es muss natürlich auch realistisch sein, wobei ich sage, dass es eigentlich schon mega, mega schwer wird. Wir sind sowas von gehypt, einfach mit diesen Ikonen zu zocken und wir geben alles, dass wir es schaffen. Falls nicht, ihr habt die Bestrafung gehört. Nur die Sache ist, was passiert, wenn wir in 3 Monaten es nicht packen, dieses Team zu haben, Simon? Genau, dann müssen wir unser aktuelles Team, was wir bis zu diesem Zeitpunkt haben, komplett discarden. Unser komplettes Team, also schreibt euch das Datum wirklich hinter die Ohren. Die Cheesy-Jungs, überheblich, ja, man kennt es mittlerweile, haben sich hier also ein Team fast full Icon zusammengestellt und meinen, die kriegen das innerhalb von 3 Monaten easy hin. Jungs, ihr müsstet doch aus dem letzten Jahr wenigstens ein bisschen was gelernt haben. Freunde, Mann, fickt nicht mit dem Peckler King, das wisst ihr doch. Ihr wisst es doch. Letztes Jahr hier die Scheiße mit Ronaldo. Ja, ich leg ein Team of the Season Messi. Ich leg ihn einfach drauf. Ich leg ihn einfach drauf auf die 3 Ronaldos. Einfach drauf. Also Jungs, diese 2 Hempels, ja, wollen hier der Bro Army klar machen, dass die sich nach 3 Monaten ein Team mit Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Vieira und Ferdinand Icon leisten können. Also vorausgesetzt, bis dahin ist der Pelé noch nicht wieder discarded, ne? Oh, darf er das? Ich glaube, da haben die Jungs aber so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, die Rechnung ohne den Broski gemacht. So, Kollege Schnürschuh, ja, und Timo und Simon, macht ihr immer einen auf, wir ziehen jede Challenge durch, wir nehmen jede Herausforderung an. Ich habe eine kleine Challenge an euch, ja? Der Peckler King wurde ja von euch letztes Jahr ein bisschen angezweifelt. Wir stellen das Ganze in FIFA 18 mal richtig schön auf die Probe. Und zwar, wer von uns beiden als erstes eine 90-plus-Ikone zieht, ja? Das heißt mindestens 90er-Rating. Egal was, eine 90-plus-Ikone muss bis dahin sofort, ja, der das nicht gepackt hat, alle seine Icons im Verein abstoßen. Und dann wollen wir mal sehen, ob ihr euer hübsches Team da noch hinbekommt, Jungs. Also, wer vor dem anderen eine 90-plus-Ikone zieht, darf dem alle Ikonen aus dem Verein discarden. Ah, das wird geil. Das wird echt geil. Ich freue mich da drauf. Also, wenn ihr 2 Hempels da drüben aus Mannheim euch traut, mit Herne zu ficken, nehmt ihr diese Challenge an, wer als erstes eine fucking 90-plus-Ikone zieht. Jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Eier? Ja? Traut ihr euch das? Traut ihr euch das? Und jetzt ein bisschen Bro Army, ja? Ich brauche euch mal wieder. Auch nur ganz kurz. Ihr geht jetzt überall, egal was Tizi Schubech hat, vielleicht haben die ja sogar noch einen MySpace oder einen SchülerVZ-Account, geht ihr, egal wo es die gibt, geht ihr hin und schreibt einfach nur den Hashtag traut euch. Überall drunter. Videos, Instagram, ist mir scheißegal. Hashtag traut euch. Ja, Jungs, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in FIFA 18, wenn hier der Verlierer seine ganzen Ikonen bis dahin im Verein discarden darf. Ich bin da gespannt drauf, Jungs. Ich freue mich da sehr drauf. Ich gebe euch jetzt nochmal zum Abschluss einen kleinen, klitzekleinen Zusammenschnitt von den Sachen, die ich letztes Jahr so gezogen habe. Viel Spaß. Wir sehen uns in FIFA 18. Guess who's back again.